Meine lieben Freunde, heute erzähle ich euch eine wirklich faszinierende Geschichte, eine Sage aus dem Dreißigjährigen Krieg. Dieser schreckliche Krieg ist uns ja schon oft begegnet in vielen Sagen, Leutershausen, Dinkelsbühl und so weiter. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn wir da mal ein bisschen tiefer einsteigen. Die Sage handelt in Lehrberg und dort wiederum von einer Mühle. Lehrberg liegt im Landkreis Ansbach und hat etwa 3150 Einwohner. Erstmals urkundlich erwähnt wurde es zwischen 1057 und 1075. Im Jahr 1059 entstand die St. Margaretenkirche und sie fungierte als Kirche und als Festung für die Einwohner, denn der Dreißigjährige Krieg traf Lehrberg sehr schwer. Damit sind wir auch schon beim heutigen Hauptthema, nämlich dem Dreißigjährigen Krieg. Durch die Reformation, eingeläutet durch Luther, hatte sich die römisch-katholische Kirche in zwei Konfessionen, Katholiken und Protestanten, gespalten. Die religiösen Streitigkeiten wurden aber zunächst durch den Augsburger Religionsfrieden im Jahre 1555 beigelegt. Der wurde aber immer mehr missachtet und so schlossen sich die evangelischen Fürsten 1608 zur Protestantischen Union zusammen und die Katholischen zur Katholischen Liga. Zur Protestantischen Union gehörte auch Ansbach. Der entscheidende Auslöser für den Krieg war dann der Prager Fenstersturz. Der Kaiser wurde damals von 7 Kurfürsten gewählt, 3 evangelischen und 3 katholischen, und Böhmen, die ausschlaggebende 7. Stimme, war evangelisch. Deswegen schickte der katholische Kaiser eine Delegation nach Böhmen, aber die warf man aus dem Fenster in der Prager Burg. Da reagierte Kaiser Ferdinand II. Mit der Waffengewalt. Und daraus wurde dann ein europäischer Konflikt, weil auch König Christian IV. Von Dänemark die Protestanten bedroht sah. Er mischte sich also ein, wurde aber von Wallenstein besiegt. Bestärkt dadurch erließ Ferdinand II. Das sogenannte Restitutionsedikt. Damit wollte er zahlreiche Kirchengüter der katholischen Seite wieder zuführen. Das aber rief die evangelischen Landesherren auf den Plan und die Position des Kaisers wurde immer schwächer. Schließlich verbündete sich der Schwedenkönig Gustav II. Mit den evangelischen Fürsten zum Heilbronner Bund. Dieser erlitt aber 1634 eine Niederlage und so kam es zum Prager Frieden, der aber nicht von Dauer war, weil die ausländischen Mächte nicht einbezogen wurden. Die Lage wurde immer unübersichtlicher und Frankreich und Schweden wollten ihren Einfluss verstärken. Schließlich kam es im Jahre 1648 zum Westfälischen Frieden. Aus dem Dreißigjährigen Krieg ging Frankreich erstarkt hervor und wurde zur führenden Großmacht des europäischen Kontinents. Wir sehen also, aus der religiösen Spaltung am Anfang entwickelte sich ein machtpolitischer Krieg, der voll auf dem Rücken der kleinen Leute ausgetragen wurde. Etwa 40% der Landbevölkerung verloren ihr Leben und große Teile des Reiches wurden verwüstet und das auch in Lehrberg. Und damit beginnt unsere Geschichte von der Lehrberger Dauersmühle. Es war an einem schönen Sommertag im Jahr 1620. Ein Hochzeitszug bewegte sich von der Lehrberger Kirche auf die Dauersmühle zu. Und das Brautpaar waren der Hans Kilian, der Sohn der Afra Kilian und die Margarete, die Tochter des Bäckers Birner.
Die anfänglichen Bedenken des Bäckermeisters, weil eben der Hans Kilian seinem Vater, der die Dauersmühle versoffen hatte, gar so ähnlich sah, waren zerstreut und er gab seiner Tochter sogar so viel Heiratsgut mit, dass der Hans die Dauersmühle wieder zurückkaufen konnte. Das Glück schien wieder einzukehren in der Dauersmühle. Die alten Zechkumpanen des verstorbenen Dauermüllners, den man Bockhans nannte, waren weggestorben oder sie waren irre geworden und ein neuer Vogt kam nach Lehrberg. Von dort kommt keine Gefahr mehr, dachte sich die Afra. Aber sie stellte bei ihrem Hans eine seltsam übertriebene Liebe zum Geld fest. Er machte fortwährend Geschäfte und vermutlich auch ziemlich dubiose. Es kam das Jahr 1621. Die Kilians von der Dauermühle bekamen einen Sohn, den sie Sebastian tauften. Und etwa zur gleichen Zeit musste die Großmutter, also die Afra, leider sterben. Wie das so oft geschieht. Einer kommt und der andere muss gehen. Mit dem Tod der guten Afra war auch der gute Geist aus der Dauersmühle verschwunden. Hans Kilian wurde nämlich immer geldgieriger. Er wollte ein reicher Mann werden und Margarete, seine Frau, ging dabei ein wie eine Pflanze, der das Sonnenlicht fehlt. Sie bekam keine Liebe von ihm und sie verhärmte immer mehr und mehr. Und dann kamen die apokalyptischen Reiter des Dreißigjährigen Krieges, die alles zertrampelten, auch die guten Regungen in den Herzen der Menschen. Und mit dem Krieg kam die Pest. Erstes Pestopfer in Lehrberg wurde ein 8-jähriges Mädchen. Sie wurde oben auf dem Berg begraben und im Tal herrschten Furcht und Angst. Viele Kinder wurden jetzt elternlos und sie bettelten sich durch die Gegend. Sie kamen auch in die Dauersmühle, weil sie dort von Margarete doch ein bisschen was zu essen bekamen. Aber diese Wohltätigkeit seiner Frau passte dem Hans Kilian überhaupt nicht. Das reizte sein geiziges Gemüt bis zur Weißglut. Und im Jahr 1628 war dann fast schon ein Fünftel der Lehrberger Bevölkerung dahingerafft. Nun hatte die Margarete, die immer weniger wurde, eine gute Freundin und die hieß Katharine. Und zu der sagte sie auf dem Sterbebett, »Katharine, tu mir doch bitte den Gefallen und heirate meinen Hans, wenn ich nicht mehr da bin. Dann hat doch mein Sebastian wenigstens wieder eine Mutter.« Der Hans Kilian war währenddessen unterwegs mit seinen Geschäften als Geldverleiher, wie immer. Und als er heimkam, war seine Frau Margarete tot. Das traf ihn doch sehr hart. Herbst 1629. In diesem Jahr zog die Katharine in die Dauersmühle ein. Ihr Stiefsohn Sebastian hing tatsächlich sehr an ihr und auch ihren Mann versuchte sie zu bessern, soweit sie konnte, mit ihrem ruhigen Wesen und sie versuchte, dass seine guten Seiten auch ein bisschen in ihm anklangen. Aber es war halt eine schlechte Zeit.
Durch das Land zogen marodierende Soldatenhaufen und wehe, man fiel ihnen in die Hände. Da musste man mit der grausamsten Misshandlung rechnen. Die Bevölkerung floh vor ihnen in die Wälder und blieb oft tagelang in ihnen versteckt. Trotz alledem, Katharine hatte eine große Freude an ihrem heranwachsenden Sohn Sebastian, aber das Schicksal hatte andere Pläne. Sein Kamerad war nämlich der Franz, der Sohn des neuen Vogts. Der hieß Nies und der war geradezu schamlos in seinem Auftreten, mit seiner Geldgier und mit seiner Ungerechtigkeit. Es war das Jahr 1642. Der Krieg dauerte an. Der Vogt Nies traf bei einem dienstlichen Ritt nach Crailsheim auf einen alten Bekannten, den Langen Hinz, der jetzt der Anführer einer solchen marodierenden Soldatenbande war. Und schnell waren die beiden sich einig. In Leerberg, da war noch ein Goldäderchen aufzuspüren, wie sich der Lange Hinz ausdrückte. Mit einem verräterischen Plan kehrte der Vogt nach Leerberg zurück. Inzwischen hatten nämlich die Leerberger ihr Hab und Gut auf den Kirchhof gebracht. Auch der Dausmüller mit seiner Familie war dabei und dann begann das Unglück. Der Vogt verteilte die Männer auf die Mauer. Er selbst hatte seinen Stand auf dem Torhäuschen und die Bewachung des Tores übertrug er dem Sebastian. Aber der Sohn des Vogtes, ihr wisst schon, der Franz, der lockte den Sebastian einen Moment lang unter einem Vorwand weg von dem Tor und in diesem Augenblick entriegelte der Vogt selbst, natürlich unbemerkt von den anderen, das Tor. Da fiel der Soldatenhaufen des Langen Hinz mit schrecklichem Getöse ein und raubte alles, was nicht nied- und nagelfest war, einschließlich des Viehs. Für die Tiere verlangten sie nachher 300 Taler Lösegeld. Das bekamen sie auch und der verräterische Vogt teilte sich den Betrag mit dem Langen Hinz. Nur als der eigentliche Verräter galt der Sebastian, obwohl er bei dem Überfall sehr schwer verwundet wurde. Als nämlich die Meute weg war, bedrängten die Leute den Vogt. Wie konnte das passieren? Wie konnten die hereinkommen? Und wer hat denn das Tor bewacht? Und der Vogt zeigte nur stumm auf den Sebastian. Ab da galt er den Menschen im Dorf als der Verräter. Der Sebastian verstand das alles nicht und wollte nur noch weg von Leerberg, hinaus in die weite Welt. Recht hast du, flüsterte ihm der hinterlistige Sohn des Vogts, der Franz, ins Ohr. Da gehe ich auch mit. Aber ohne Geld läuft da gar nichts, das weißt du ja. Nimm dir das Erbteil von deinem Vater, dann hauen wir beide ab. Nun hatte der Sebastian unglücklicherweise irgendwann einmal das Geldversteck seines Vaters entdeckt. Als nämlich der unter einem Stachelbeerstock im Garten herumgrub und diesen schweren Beutel voll Geld holte er sich jetzt bei der Nacht und verschwand mit seinem Kameraden in Richtung Ansbach. In einem halb zerfallenen Haus fiel er todmüde in einen tiefen Schlaf und als er dann am nächsten Tag mit wirrem Kopf aufwachte, stellte er als erstes fest, mein Kamerad, der Franz, hat mir mein Geld gestohlen. Seine Verzweiflung kann man sich kaum vorstellen. Wo sollte er denn jetzt hin? Ohne Geld? Zu seinen Eltern? Unmöglich. Da meldete er sich im Lager der Hessen.
und wurde ein Reitersmann der evangelischen Seite. Wir schreiben das Jahr 1644. Man beförderte den Sebastian trotz seiner Jugend schon zum Korporal, weil er durch manche Heldentat Mut und Tapferkeit bewiesen hatte. Aber in seinem Innersten schwor er sich, heimzukehren und seine Eltern um Verzeihung zu bitten. In der Dauersmühle waren natürlich das Erschrecken und die Wut groß. Der Sebastian ist weg mit unserem Geld. Und wieder näherte sich ein Soldatenhaufen der Mühle. Die Müllnersleute mussten diesmal so schnell fliehen, dass jeder in eine andere Richtung davonlief, ohne irgendetwas mitnehmen zu können. Katharine trieb es hinaus bis nach Windsheim und der Hans Kilian musste auch hinaus in die Fremde, als er nach seiner Rückkehr nur noch einen rauchenden Trümmerhaufen von der Mühle vorfand. Wir haben den Juli des Jahres 1645. Alles war grün. Der Wald eroberte sich auf den vielen Brachen das Land zurück, aber der Krieg wütete noch immer. Sebastian, jetzt ein prächtiger Reitersmann, ritt an der Spitze eines kleinen Reitertrupps von Ansbach kommend in Richtung Lehrberg. Ein gewisser Friede ruhte auf seinem Gesicht, denn er hatte sich fest vorgenommen, seine Eltern um Verzeihung zu bitten. Da wurde sein kleines evangelisches Häuflein Soldaten von einer katholischen Reitertruppe angegriffen. Und als der Kampf vorbei war, lag Sebastian schwer verwundet am Wegrand. Mit größter Mühe schleppte er sich zur Dauersmühle. Aber er fand sie niedergebrannt vor. Hinter einem Mauerrest entdeckte er eine Bank und eine Bibel, die den Brand unbeschadet überstanden hatten. Mit zitternder Hand schrieb er in das vordere leere Blatt: Liebste Eltern, wie gerne hätte ich euch um Verzeihung gebeten, aber ich werde hier sterben. Wir sehen uns hoffentlich wieder im Himmel. Schließlich kam doch der Friede. Da kam ein Wanderer von der Steinersdorfer Höhe herab und ging durch Lehrberg auf die Dauersmühle zu. Zur selben Zeit kam eine Frau den Buhlsbach entlang, ebenfalls auf die Dauersmühle zu. »Hans«, schrie sie, als sie ihn entdeckte, »und er, Katharine«, und dann lagen sie sich in den Armen. Sie hatten sich wahrlich viel zu erzählen, und dann durchsuchten sie die Mühle nach etwas, was sie vielleicht noch brauchen könnten. Da fuhr Katharina zurück. Hinter dem Hollerbusch in einer Wandnische entdeckte sie menschliche Gebeine in einer Reiterrüstung und da lag ihre alte Bibel. Erschüttert lasen sie den Abschiedsbrief ihres Sohnes Sebastian und Katharina sagte: Gott sei Dank. Auch er hat seinen Frieden gefunden. Der Dauersmüller nahm vorerst eine Wohnung in Lehrberg und besorgte seinem Sohn Sebastian ein würdiges Begräbnis. Ein später Zeuge brachte auch die Urheberschaft des Vogts an dem Raub ans Licht. Die Dauersmühle wurde wieder aufgebaut und den Müllers Eheleuten waren noch einige schöne Jahre nach diesem schrecklichen Krieg vergönnt. Das war die Sage. Musik
Damit darf ich mich wieder von euch verabschieden. Ich wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute. Ihr wisst, wo ihr mich findet. Auf YouTube unter Sagen, Legenden, Bräuche. Alles Gute und auf Wiedersehen.